Hallo zusammen, hier ist wieder Tanjas Tipps und Tricks. Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Unboxing hier. My Little Box ist wieder angekommen und zwar auch wieder, wie man unschwer erkennen kann, in einem besonderen Design. Ich finde das wirklich auch wieder toll, das Design. Hübsch, herbstlich, herbstliche Farben, Blumen, das passt wieder. Ja. Jetzt müsst ihr euch nur noch mal eben 5 Sekunden gedulden, mein Intro anschauen und dann gucken wir uns den Inhalt der Box an. So, ich habe die Box zwischenzeitlich schon mal geöffnet. So sieht der Inhalt aus. Ein Schläfchen, ein Einleger. Bevor wir damit anfangen. Ich kann mich erinnern, dass in der Oktoberbox ein paar Ohrringe fehlten und ich meine, ich eine E-Mail vorgelesen habe, von wegen, ja, sorry, tut uns leid, wir haben die Ohrringe diesmal nicht dabei gepackt wegen Corona, bla bla bla. Und da hatte sich My Little Box, soweit ich mich daran erinnere, für den Weg entschieden, komm, wir verschicken die Oktoberbox jetzt im Oktober. Aber packen die Ohrringe dann erst im November rein. Also sollte ja in der Box ein paar Ohrringe drin sein. Ich bin mal gespannt. Ansonsten schreibe ich eine E-Mail hin und frage, was mit den Ohrringen ist, weil ich habe keine weitere E-Mail mehr bekommen von wegen hier, Ohrringe sind immer noch nicht drin. Ich bin mal gespannt. Also, das ist der Einleger. Ja, ziemlich übersichtlich. Er ist schön gestaltet, ja. Man könnte ihn, weil er hinten frei ist, bestimmt als Karte benutzen, zu irgendwelchen Anlässen. Ich finde den ganz nett, deshalb packe ich ihn jetzt erstmal hier so ein bisschen hin. So, ja, ich bin wirklich mal gespannt. So sieht jetzt der Inhalt aus. Ach, der Husten geht nicht weg. Ja, was wollen wir denn zuerst auspacken? Ich denke mal, wir packen mal hier dieses Beutelchen zuerst aus, weil da erfühle ich schon sehr viele Dinge. So, das Beutelchen finde ich im Übrigen auch wieder total gut. Ich habe so viele Taschen. Ich bin leider so ein Taschenfan, das ist zum Heulen. Letztes Wochenende bin ich auch in die Stadt gegangen und habe mir schon wieder eine neue Tasche gekauft. Die Stadt im Schaufenster, die hat wieder geschrien: Tanja, kauf mich, ich bin so schön. Ist doch scheißegal, ob du schon 200 Taschen hast. Dann hast du halt jetzt 201 Taschen. Kacke, und die hast du wieder gekauft. Naja, die Dinger, die packe ich mich gerne in meine Tasche rein. Da kommt so Kleingedöns rein, wie zum Beispiel, also wenn die Taschen jetzt nicht so viele Seitenfächer haben. Meine sind eher etwas größer und haben nur ein Seitenfach. Da packe ich mir das da rein. Da packe ich mir, ich sag mal jetzt, Taschentücher rein. Je nachdem, wie groß das Beutelchen ist, packe ich mir da auch noch mein Handy rein, damit es nicht in der Tasche rumfliegt. So Kleingedönse. Von daher, die bewahre ich mal auf, die gehen nicht weg. Aber kommen wir jetzt mal zum Inhalt. Ich quatsche schon wieder. So, also, ich halte es erstmal wieder in die Kamera, damit ihr gucken könnt. Und dann. Ah, okay. Ein Multilip-Balm mit Kokonatta. Kokonatta? Okay. Ja. Was soll man dazu sagen? Ein Lip-Balm. Kokosnuss. Mache ich jetzt nicht auf, weil der geht weiter. Ich benutze ja sowas nicht. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Steht irgendwas noch drauf? Was von Belang wäre, 100% natürlich. Ja. A little tube of magic. Ja. Mit Kokosnussextrakt und Vitamin E. Ein feuchtigkeitsspendender, wenn ich es richtig übersetze, Lippenbalsam, der sehr stark wirkt und er ist vegetarisch. Okay, alles Paletti. Dann haben wir das schon mal. Nehmen wir mal das nächste. Okay, das ist sehr klein und keine Ahnung.
Da. Es ist auch sehr zu. Ach, eine Augencreme ist das. Ah, Banana Bright Eye Cream. Okay, mit Vitamin C und Kollagen. Ja, okay. Wie viel Gramm? Das sind 3 Milliliter, also klein und niedlich. Ah, man kann es aber von unten aufmachen. Hier ist so ein Siegel drum. Ich dachte, man könnte es deshalb nicht aufmachen, was dann auch Quatsch ist, weil wenn man es von unten aufmachen kann, nutzt das Siegel hier oben ja nichts. Aber pff, hey, dann ist das so. Na komm, dann packe ich es doch mal aus, weil das geht eigentlich auch weiter. Hier, das ist so ein Mini-Mini-Mini-Tiegelchen mal wieder. So ganz süß und klein und überhaupt so. So, also ich könnte es jetzt, also das, ob da tatsächlich Bananen drin sind, wage ich mal zu bezweifeln. Oder, obwohl, nee, also für mich riecht es neutral. Ich denke mal, die Firma heißt nur, nee, die Firma heißt Ole Henriksen. Ole Henriksen Truth und das ist eine Banana Bright Eye Cream. Wo ist denn da dann Banane drin? Keine Ahnung. Also ich habe keinen Banane gerochen. Gut, geht sowieso auch weiter, weil auch Augencremes wüsste ich jetzt nicht, warum ich die benutzen soll. Ich klatsche mir schon so viel Feuchtigkeitscreme morgens und abends auf dem Gesicht. Wofür das dann auch noch? Aber ist egal, hey, andere werden sich drüber freuen. So, was haben wir denn dann noch? Okay, also ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich da Erdbeeren, was ist das, Konfitüre oder, ja, Konfitüre, nicht Marmelade. Bon Maman Erdbeerkonfitüre, 30 Gramm, hergestellt aus 50 Gramm Früchten, Gesamtzuckergehalt 60 Gramm je 100 Gramm. Okay. Also sind Erdbeerenzucker, brauner Rohrzucker, Zitronensaftkonzentrat und Geliermittel. Also als Geliermittel Pektin drin. Meine Güte, nee. Ja, ich bin zwar jetzt nicht so der Marmeladentyp, aber so ab und zu mal, und jetzt sagt nicht I, ab und zu esse ich mal ein Brötchen, da kommt erst Marmelade drauf und dann kommt eine Scheibe Käse drauf. Also die Hälfte von euch, die hat das bestimmt auch schon mal gegessen. So I ist das nämlich gar nicht. Ja, okay, alles klar. So, was ist noch drin? Ich halte es auch erstmal wieder in die Kamera. Da. So. Was ist das? Remove and Chill von The Sign Tribe. Mini Nail Polish Eraser Cream. Aha. Also ein Nagellackentferner, wenn ich das richtig übersetze. So. Steht da irgendwas auf Deutsch? Also alle Sprachen sind dabei. Ja, ganz unten. Ja, es ist ein Mini-Nagellack-Entferner-Creme. Okay, was... Also hier ist noch so ein Bömsel dabei. Mal gucken, was da drauf steht. Erster Schritt. Benutze Remove and Chill. Das da. Auf den ja regulären Nagellack. Ah, und es funktioniert nicht. It doesn't work on Shellac or Gel Nails. Also es funktioniert nicht, wenn ihr so Fingernägel aus oder Nagellack aus Shellac oder Gel-Nagellacke oder Gel-Nägel habt. Da funktioniert es nicht. So, also
Step 2, du sollst es hier auf die Nägel machen, da oben. Step 3, ich soll es eine Minute einwirken lassen. Und keine Ahnung, if you're using a Basil. Ach so, und dann soll ich noch mal, nein, ich soll es 1 bis 3 Minuten einwirken lassen, bevor ich, aha. Und dann als Step 4 soll ich es mit so einem Wattepad wieder runterholen. Und als Step 5 soll ich mir unbedingt die Hände waschen. Ja, ich benutze zwar nichts auf den Fingernägeln, aber auf den Fußnägeln benutze ich das. Das bleibt bei mir, das probiere ich einfach mal aus, war ehrlich. Warte mal, wie riecht das denn überhaupt? Weil wir sind uns ja alle einig, dass die normalen Nagellackentferner, die flüssigen, die stinken ja, ne? Das zum Ersten. Jetzt habe ich mir tatsächlich mal einen aus DM geholt, da stand Kokosnussduft drauf. Ja, Kokosnussduft. Der riecht immer noch. Aber holla die Waldfee. Aber gut, die Dinger sind natürlich diese flüssigen Nagellacks. Ich glaube, das kriegt der nicht hin. Müsste ich mal ausprobieren. Benutze ich auch gerne immer, wenn ich mir hier die Haare färbe. Da kommt ja öfter mal was hier oben an die Haut dran. Das kann man ja nicht verhindern. Oder hier, wenn man es vernünftig macht, man kann es nicht verhindern. An den Ohren. Da nehme ich dann auch immer gerne ein Wattepad, mache Nagellackentferner drauf und putze mir die Farbe da ab. Natürlich sollte die Farbe dann nicht schon 30 Minuten angetrocknet sein, das versteht sich von selbst. Aber wenn man die dann gleich, nachdem man mit dem Einfärben fertig ist und darauf warten muss, nachdem man das dann sofort wieder runterholt, die Farbe, hör mal, also dann funktioniert flüssiger Nagellackentferner sehr gut. So, jetzt gucke ich mal. Ach schade, es ist leider zugeschweißt. Nee, ich möchte es jetzt auch nicht aufmachen, weil wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal benutzen werde. Von daher muss es dann doch jetzt zu bleiben. So, das Beutelchen ist schon mal leer. Ach Gott, das tun wir mal am besten nach hinten schmeißen. Dann passt es auch wieder. So, jetzt zick nicht rum, bleib liegen. Ey. So, dann hätten wir das hier. Was ist das? Ach, ein Massagestein. Ein Gua Sha Massagestein. Ah ja, okay. Momentchen, ich hole ihn mal für euch raus. Dora ist er, der Massagestein. Ich meine, der fühlt sich an. Sieht aus, fühlt sich an nach Jade oder was ist das? Ja, 100% Jadestein. Okay, ja gut, Massagestein. Also hier hinten ist noch drauf, wie man den am besten benutzt. Wandert bei mir auch persönlich weiter, weil ich setze mich ja auf die Couch und mache dann den da und den da und den da. Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. Aber hey, auch da, andere werden sich drüber freuen. So, jetzt muss ich den nur noch wieder in die Packung zurückgeschoben bekommen. So. Ein Massagejadestein. Okay. Da. Ich hoffe jetzt, das sind mal meine Ohrringe. Weil das würde ja dafür sprechen, weil die sieht ja anders aus als die Box da. So. Ja, das sind die Ohrringe, die versprochenen. Da sind sie. Ja, also sind groß genug, würde ich sagen. Nicht zu groß und nicht zu klein. Ich würde mal jetzt sagen, Durchmesser 10 cm. Ja, ungefähr. Durchmesser 10 cm, Kreolen in Gold. Kann man nichts falsch machen. Gold ist meine Farbe. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, was ich um den Hals habe. Da habe ich sie auch noch als Ohrring. Ja, finde ich hübsch.
Steht da irgendwas von, was das ist? Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so ein Billig-Billig-Schmuck, weil da reagieren meine Ohren total empfindlich drauf. Aber ich kann hier auch nichts sehen, was darauf hinweist. Ne, hier ist auch nichts drin. Ja, naja gut, wird man jetzt sehen, ne? Wie meine Ohren darauf reagieren. Wenn sie dann so reagieren, wie ich es nicht haben möchte, nämlich, dass sie ganz dick werden und dass sie jucken und ich dann ständig daran reiben muss, ja, dann verschenke ich sie auch weiter an jemanden, der das Problem nicht hat. Gut, kommen wir mal zum letzten. Das ist wieder auch ein schönes Schächtelchen. So, packen wir mal aus. Okay, das ist jetzt irgendwie auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ein Tässchen von My Little Box, wo noch was drin steht. Also ich glaube, ja, ich hoffe, man kann es lesen. Wenn nicht, es ist Französisch, ich kann es eh nicht übersetzen. Von daher, Pech. Ja, weiß nicht. Was steht denn da noch drauf? Was Französisches? Was Deutsches? Hier unser liebstes Rezept für eine schnelle, leckere, heiße Schokolade zwischendurch. In Klammern, weil wir es können. Was sollst du denn da reinmachen? Weil ich habe doch von dem Adventsdingenskirchen auch noch ein Rezept. Du sollst eine halbe Tafel Schokolade reinmachen, Milch, Sahne, nochmal Schokoladenstückchen, einen Teelöffel Kakao und Mini-Marshmallows. Oh, das finde ich aber gehaltvoll. Da trinkst du dann so ein Tässchen voll und dann hast du deine Kalorien für diesen Tag aber schon gebraucht. Ja, okay. So, ja. Packung leer. Bin ich mit der Ausbeute zufrieden für November? Ne, eher nicht. Also das Einzige, was ich wirklich, ja, dass da eventuell, wie gesagt, dass da auch die Ohrringe, ja, ist ja auch so ein Thema. Also drei Sachen. Wie viel hatten wir jetzt dann drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Artikel hatten wir diesmal drin. Ja. Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch YouTuber, die den Inhalt total geil finden. Ich meine, bei Tassen bin ich immer sehr zwiegespalten. Das ist für mich einfach nur ein günstiges Füllprodukt. Geht mal auf diverse Internetseiten und bestellt da Tassen in der Stückzahl von weiß ich nicht wie viele Boxen. Schickt My Little Box raus. I don't know. Aber je höher die Stückzahl der Tassen, desto niedriger wird der Preis. Der Einkaufspreis pro Tasche, pro Tasse, wenn wir da, also ich denke mal, da liegen wir schon so im Cent-Bereich. Also nicht ein Cent, im Cent-Bereich von 1 bis 99. Weil die werden ja nicht nur für Deutschland einkaufen, die werden dann auch für Europa einkaufen. Naja, whatever. Macht euch ein eigenes Bild raus. Wenn ihr die Box geil findet, könnt ihr also euch nachbestellen. Das ist die November-Box. Ja, und wenn nicht, dann warten wir mal ab, was in der Dezemberbox drin ist. Da habe ich im Übrigen schon eine E-Mail erhalten, dass ich mir die Farbe der Dezemberbox selber aussuchen durfte. Also die ist schon designt so in einem königlichen Stil. Man kann die Grundfarbe zwischen dunkelgrün und einem hellen Blau aussuchen. Ich habe mich jetzt mal für das helle Blau entschieden. Die Farben mag ich beide nicht, aber hey, das ist Pest und Cholera. Also habe ich mich jetzt fürs helle Blau entschieden, statt fürs dunkle Grün. Wir werden sehen, was in der Dezemberbox drin ist. Ja, und jetzt dürft ihr natürlich noch gerne meinen Kanal abonnieren, ist ganz klar. Und ihr wisst ja, was auf meinem Kanal so passiert. Ja, ich denke mal, das war es auch schon. Mehr habe ich nicht zu verkünden.
Jetzt werde ich noch ein paar andere Videos machen und einstellen, damit ihr die schnell gucken könnt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, eure Tanja. Tschüss.